Ja, der Scheiß kann auf jeden Fall was. Hallo Freunde, ratet mal, wer ein riesiges Problem hat, weil sie jetzt nicht mal mehr in die Apotheke gehen kann wegen einer Sache, sondern so wie bei der Drogerie und Ikea mit 10 anderen zurückkommt. It's me. Irgendwas alles rein. Ja, alles, einfach irgendwas. Alle Produkte habe ich dann auch nochmal auf TikTok recherchiert und wirklich dann so die gehyptesten rausgesucht. Dieses Vampire Peel erinnert mich so ein bisschen an Kim Kardashian. Die hat ja einen Vampire Facelift auch gemacht. Oh my god, I will never get a facelift if it feels like that. Und das hier ist jetzt wohl die softe Vorstufe dazu für zu Hause. Sieht so aus, als könnte man diese Maske hier einige Male auftragen und verwenden. Und wie geil ist dieses Packaging bitte gemacht? Drop Dead Gorgeous, negative, positiv. Knallt man sich doch gerne ins Gesicht mit dem Versprechen. Plably ist schon ready. Erinnert dich das auch so ein bisschen an so Zombie-Blut in so einer Kapsel? Bank. Offenbar. Mir ist das Ganze auch ein bisschen suspekt. Aber hey, während andere studieren gehen, habe ich mich entschlossen, das hier zu machen. Ich bin echt gespannt, ob ich im Alter, ob meine Haut da irgendwie dann mal in Mitleidenschaft gezogen ist, wenn ich mein ganzes Leben solche Produkte hier ausgetestet habe. Das Ganze kann nur auf zwei Arten ausgehen. Jetzt habe ich Vitamin C Serum in meiner Lunge. Ich sag ja, das kann nur auf zwei Arten ausgehen. Entweder das Ganze kommt mir zugute und ich sehe mit 60 aus wie 20. Oder ich komme irgendwann wirklich daher wie so ein Untoter. Na toll, jetzt habe ich es auch noch reingedroppt. Soll man jetzt zuschrauben und dann 60 Sekunden lang schütteln und sich entwickeln lassen? Kleine ASMR-Performance from yours truly. Das läuft aus! Scheiße! Hoffen wir mal, dass mein frisch gesäuberter Schminktisch jetzt nicht verfärbt ist. Alles unter Kontrolle. Nice. Während bei Kim Kardashian das Ganze ja sogar mit Eigenblut gemacht wird, also dieses Vampir-Lifting, ist das hier nur ein Vampir-Peeling. Aber da sind verschiedenste Seren und Wirkstoffe kombiniert, die eben so die äußerste Hautschicht abtragen sollen. Und es brennt ein bisschen in den Augen. Wenn ihr so aktive, medizinische, was auch immer, Substanzen verwendet, müsst ihr immer an den Sonnenschutz denken danach. Sonst kann die Haut ganz schnell beleidigt werden und dann Pigmentflecken kriegen bei Sonneneinstrahlung und so. Boah, das sieht so blutig aus. Beim ersten Mal soll das Ganze auch tatsächlich nur so 90 Sekunden draufgelassen werden. Erst wenn die Haut das gewöhnt ist, soll man das ein bisschen länger machen. Boah, und das prickelt so enorm auf der Haut. Also man merkt richtig, wie das Ganze arbeitet in der oberen Schicht. Ich kann das eigentlich jetzt auch schon direkt wieder abwaschen. 10 seconds later. Okay, wow. Meine Haut fühlt sich sowas von weich an. Ich creme sie gerade schon ein bisschen noch ein zur Nachpflege. Ist noch leicht gerötet. Also man sieht, es tut sich definitiv was. Soweit, so gut. Ich fühle mich, als wäre ich gerade frisch aus dem Spa gekommen und mit einer zweiten Haut ausgestattet worden. Alle, die mit Unreinheiten zu kämpfen haben, haltet euch fest. Das hier ist angeblich die absolute Revolution. Revolution? Revolution? Die Drying Lotion von Mario Badescu. Ganz wilde Flashbacks gerade nach 2017. Wir haben das ultimative Visco-Item gefunden. Das ist auch in jedem Starter-Pack enthalten, ein Mario Badescu Facial Spritz. Fun Fact, es gab eine Zeit lang eine richtige Klagenwelle gegen die Firma, weil die irgendwie verrückte Inhaltsstoffe reingepackt und die nicht angegeben haben. Aber don't quote me on that. Verklagt mich im besten Fall nicht. Aber dennoch ist sich das Internet einig, dass das die beste Drying Lotion gegen Pickel sein soll. Und was soll ich sagen? Ich habe das jetzt schon eine Zeit lang in Verwendung. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es die beste aller Zeiten ist, weil ich nur eine andere bisher getestet habe. Aber ich kann halt auch nicht sagen, dass der Hype unbegründet ist. Wenn du mit Unreinheiten kämpfst, dann gib dem mal einen Versuch. Ist wesentlich effektiver, finde ich, als diese Clearasil-Anti-Pickel-Dinger, die eigentlich alles nur noch schlimmer machen, unter uns gesagt.
gesagt. Und da sind halt recht reine Zutaten wie Salicylsäure, Zink, Talg, was auch immer drin. Erkennen tust du die am leichtesten an diesem Farbunterschied hier auf der Seite. Man soll das auch nicht schütteln oder irgendwas, sondern wirklich so einfach reindippen mit einem Wattestäbchen. Ich habe hier auch gerade einen Kandidaten in Behandlung. Der war gestern noch wesentlich schlimmer und jetzt merke ich schon, dass es zurückgeht. Also nur noch heute einmal auftragen und dann sollte das erledigt sein. Jetzt kommt hoffentlich Erleichterung für jeden, dem aufgefallen ist, dass ich ziemlich nasal bin. Also meine Nase ist einfach komplett dicht. Ich versuche mir einzureden, dass das ein Zeichen ist, dass bald Frühling ist und die Sachen positiv zu sehen. Aber ganz ehrlich, es nervt. Wenn man der restlichen Welt Glauben schenken darf, dann sollte das jetzt das geilste Erlebnis meines Lebens werden. I don't know what drugs taste like, but I think that's close. Ich glaube ja, ich bin die letzte Person auf diesem Planeten, die das noch nie ausprobiert hat. Dabei habe ich immer wieder Probleme mit meiner Nasenatmung. Also da ist auf jeden Fall so ein Stift drin. Beim Ansniffen versuche ich mich jetzt ein bisschen zurückzuhalten, weil wir wollen nicht, dass es so endet. Oh, mein Auge zittert richtig. Das wurde jetzt wirklich so ein bisschen von unten her angeminzt oder angeeukalyptust. Ja, der Scheiß kann auf jeden Fall was. Im Moment fühlt sich's wirklich ein bisschen befreit an und auch so mentholmäßig, wie ich mit tausend solchen Zutaten um mich werfe und eigentlich keine Ahnung habe. Jetzt aber mal wirklich Spaß beiseite. Es ist tatsächlich ein Ding, dass viele Leute nach dem süchtig sind. Allein dieser Kommentar hier. Ich liebe den Stift und benutze ihn pausenlos, also nach jedem Schneuzen, manchmal alle paar Minuten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich süchtig bin. Excuse me. Genau das würde jeder Süchtige sagen. Alle paar Minuten einfach. Wobei ich sagen muss, jetzt merke ich gerade, der Effekt klingt auch schon wieder so ein bisschen ab. Und schon ist man drin in der Falle. Kids, stay sober. Falls einem das Ganze zu stark ist, kann man auch immer noch so einen Spickzettel draus machen. Genau wegen solchen Hacks hätte ich in meiner Schulzeit TikTok auch gebraucht. Also ganz ehrlich, den Effekt eines abschwellenden Nasensprays hat es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, deshalb kann man es eventuell auch ein bisschen öfter verwenden. Aber man sollte vielleicht generell lieber zum Arzt, wenn man über einen längeren Zeitraum sowas braucht zum Aushelfen. Sagte Kim Lian schlau, nachdem sie bereits über 1,5 Jahre fast ausschließlich durch den Mund atmete. Dieses Mal werde ich es wirklich checken lassen, aber macht ihr auch eure Kontrolltermine. Alles in allem gibt es kurzfristig so ein bisschen eine Erleichterung, aber es wirkt jetzt nicht ganz so abschwellend wie Nasenspray. Danach kann man irgendwie auf jeden Fall kurz klarer sehen und denken und atmen. Sollte ich vielleicht das nächste Mal anwenden, bevor ich online wieder viel zu viel Kohle ausgebe, um solche Sachen zu bestellen? An dieser Stelle auch eine kleine Empfehlung für alle, die vielleicht gerade finanziell tatsächlich am Struggeln sind, die eventuell einen Kauf auf Ratenzahlung gemacht haben und die Zinsen vom Kredit nicht so ganz einkalkuliert haben. Oder wenn ihr jemals in die Lage kommt, checkt bei Anyfin mal, ob man den Kredit nicht reduzieren kann. Ihr startet einfach die Anfrage, sucht euren Anbieter und ladet ein Foto der letzten Abrechnung hoch. Als nächstes gebt ihr den Rabattcode KIM ein und schon kriegst du dann 20 Euro Abzug deiner Kreditsumme. Und Anyfin schaut sich das Ganze an und schickt dir, wenn möglich, ein Angebot mit besseren Zinskonditionen. Ihr seht dann die niedrigeren Kosten, den Zahlungsplan und wie ihr das Ganze wieder in den Griff bekommt und könnt das Angebot dann einfach annehmen. Also wenn euch Anyfin da dann rausgeholfen hat, dann passt in Zukunft wirklich auf bei sowas. Beziehungsweise tätigt erst gar keine Ratenkäufe. Alles zu Anyfin findet ihr auch unten in der Infobox. Gönnt euch da gerne, wie gesagt, die 20 Euro Abzug mit Kim. Spare, spare, spare. Kommen wir jetzt zum wahrscheinlich angsteinflößendsten Produkt dieses Videos. Ich traue gerade halt wirklich meinen Augen nicht, was ich da sehe. Es erinnert mich auch so ein bisschen an diese Eigenblutgeschichte von Kim Kardashian. Oder ans Lippenaufspritzen. Rammt sich dieses Teil rein und wundert sich, dass es sticht. Bisschen zu motiviert. Ich habe auf TikTok gesehen, dass es tatsächlich Krankenschwestern und Ärzte so als Gag-Artikel verwenden. Die Krankenhausmitarbeiter machen den Job bestimmt noch nicht lang. Wenn man bedenkt, dass manche Leute so sehr Phobien vor Spritzen haben, dass sie wirklich aus den Latschen kippen, wenn die sowas sehen würden. Mit am geilsten finde ich ja, ehrlich gesagt, diese Post-its. Also eins kann ich euch sagen, hätte ich Medizin studiert, das hier wäre überall in meiner Praxis. Fazit allerdings, kennt ihr diese Kugelschreiber mit der ganz dünnen, spitzen Mine, die so mega hart sind? Dann kennt ihr auch den Struggle, dass wenn man eh schon nicht die schönste Schrift hat, sie da noch tausendmal schlimmer aussieht. Falls irgendjemand das hier entziffern kann, schreibt mir die Antwort gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und ich lese eure Kommentare. Also gerade wenn du nie einen Dalles und meine Videos dich regelmäßig unterhalten, dann share some love, okay? Nö.
falls ihr mir das jetzt nicht glaubt, ich schreibe hier nochmal schöner was auf. Und guckt, ich meine, es ist jetzt trotzdem kein Meisterwerk, aber es sieht schon schöner aus als das hier, oder? Jetzt lasst mich nicht hängen. Also als Gag, ganz lustig, oder als Geschenk für irgendwelche Arztserien-Fans, Grey's Anatomy und was weiß ich. Yes! You don't get to die! Aber Schreibgefühl eher so eine 0 von 10. Fun Fact, man findet in den Apotheken auch wesentlich mehr so nachhaltigere Lösungen an Pflege- und Beautyprodukten, wie zum Beispiel wiederverwendbare Augenpads zum Abschminken oder hier so ein kleines wiederverwendbares Lippenpeeling-Fingerhandschüchen. Ich liebe ja wenig so sehr, wie wenn die Lippen wirklich schön zart und weich sind. Was mir direkt auffällt, ist, dass die Struktur irgendwie viel rauer ist als bei einem Waschlappen oder so. Es ist, als wären da so Nylonfäden oder sowas eingewebt. Man hört den Peeling-Effekt förmlich. Befeuchten wir das Ganze kurz. Voila! Und los geht die wilde Fahrt! Mir fällt direkt auf, wie geil gezielt man da arbeiten kann. Also wenn du hier zum Beispiel nur raue Stellen hast, kannst du da richtig schön reingehen. Weil zum Beispiel mit so Pflege-Peeling-Sticks, die halt auf Cremebasis sind, mit Körnchen drin oder so, da rutschen die irgendwie so herum und man kann nicht gezielt eine einzelne Hautschuppe runterfeilen. Das ist hier quasi schon der Fall, aber ohne, dass es zu rau ist. Okay, das ist gerade life-changing, wie weich das wird. Crazy. Und ich weiß nicht, ob ich mir das gerade nur einbilde, aber hier ist es irgendwie gefühlt so ein bisschen dunkler gerade vom Lippenabreiben. Dabei hatte ich da gar nichts drauf. Muss ich mich jetzt ekeln? Richtig, richtig nice. Und wisst ihr was? Hack des Jahrtausends. Wenn ihr manchmal auch hier an den Ohrläppchen von den ganzen Ohrsteckern und der Kälte auch so raue Stellen habt, schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare, ob ich die Einzige bin. Das ist nämlich immer nur hier unten bei mir und sieht so crusty aus. Und das hier hilft sogar dagegen. You're coming home with me. Auch hier gegen so Nasenschüppchen oder generell, es ist große Empfehlung. Kommen wir jetzt zu einem Produkt, das absolut medizinisch aussieht, aber es einfach überhaupt nicht ist. Das sind einfach tatsächlich kleine Lippenstifte. Und während ich das sage, frage ich mich soeben, welche dieser Farben eigentlich tragbar ist. Wer würde türkisen Lippenstift tragen? Er ist nicht türkis. Also kein Witz, und ich weiß nicht, ob da nicht wieder nur das Verpackungsopfer aus mir spricht, aber das ist mit das Süßeste, was ich hier gesehen habe. Das ist einfach so lang wie mein Fingernagel. Aber wenn türkis dunkelrot ist, was ist dann gelb? Eine richtig schöne Better Than Your Lips Farbe. Orange ist wieder sehr ähnlich. Babypink ein bisschen heller. Alles in allem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es sehr viele, sehr ähnliche Farben sind. Ich bin jetzt gespannt, wie die Farbabgabe ist. Ja, doch, ist auf jeden Fall nice. Probieren wir auch noch den ganz dunklen. Und der ist gar nicht schwarz. Das ist so ein dunkle Kirsche-Velvet-Vibe, aber irgendwie ein bisschen fleckig im Auftrag, kommt mir vor. Und wenn man das Ganze abnimmt, hinterlässt das so ein bisschen einen Farbhauch, ohne groß abzufärben. Fast schon wie so eine Art Lip-Tint. Wow, also dieser Ton, von dem einige dabei sind, ist definitiv sehr, sehr schön. Perfekt für so mini kleine Handtäschchen. Die Konsistenz ist auch super seidig, pflegend und nicht rutschig. Also es fühlt sich ziemlich an wie so ein richtig geiler Labello-Stick. Nur halt mit Farbe. Hätte ich mir diese 12 sehr ähnlichen Lippenstifte auch gekauft, wenn sie nicht in kleinen Pastillen gekommen wären. I doubt it. Aber man lebt nur einmal und sowas bereitet mir irgendwie Freude, wenn ich es angucke. Und tatsächlich glaubt ihr nicht, wie oft sowas schon ein Conversation-Starter in der U-Bahn oder Straßenbahn oder so war, weil ich einfach solche Sachen verwende und die Leute nachfragen. And that, kids, is how I met your mother. Schau jetzt gerne auch in meinem neuen Vlog vorbei, der kommt ja jede Woche Samstag. Noch ein zweites Video aus meinem Alltag von mir auf YouTube. Ich hoffe, wir sehen uns auch in meinen Instagram-Stories. Schaut wie gesagt auch gerne in der Infobox vorbei für Anyfin. Mit Code KIM kriegt ihr 20 Euro Abzug eurer Kreditsumme. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann nicht. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bye!